So, glaubt ihr mal ganz kurz um Ruhe bitten. Dann können wir hier mit der Pressekonferenz nach dem Spiel beginnen. Meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, liebe Fans und Sponsoren vom 1. FC Düren und natürlich auch vom Alemannia Aachen, herzlich willkommen hier im VIP-Zelt zunächst einmal nach dem Spiel des 1. FC Düren gegen Alemannia Aachen. Endstand 4:1 und ich denke, als erstes müssen wir mal das tun, was sich auch schon längst so gehört. Herzlichen Glückwunsch an Heiner Backhaus und sein Team zum Aufstieg. Und ich muss geheim, natürlich auch insgeheim sagen, auch ich bin natürlich ein Alemannia-Fan durch und durch. Ich durfte vor 25 Jahren miterleben das Spiel Erkenschmidt gegen Alemannia, war selber für Radio Ruhr als Reporter vor Ort und habe in den ersten 30 Minuten ein Spiel übertragen, was ich mein Leben nicht vergessen werde, weil die Alemannia-Fans aus Ehre zu Werner Fuchs 30 Minuten geschwiegen haben und ich saß in einer Sprecherkabine und habe das Spiel im Flüsterton übertragen. Das ist ein Ding, das vergesse ich auch nicht mehr. Dankeschön. So, liebe Fußballfreunde, ganz kurz die Ergebnisse des heutigen Spieltags. SV Lippstadt, SC Paderborn 0:0. Rot-Weiß Oberhausen schlägt Wegberg 5:2. Fellbad schlägt Wiedenbrück 3:1. Heute dann Bocholt gewinnt gegen den Wuppertaler SV 1:0. Gütersloh unterliegt dem 1. FC Köln 0:3. Fortuna Düsseldorf schlägt Rödinghausen 3:1. Fortuna Köln Schalke 1:1. Und Rot-Weiß Aalen gegen Borussia Mönchengladbach 2:3. Und wie gesehen, FC Düren Alemannia Aachen 4:1. Bei uns waren heute auf der Westkampfbahn zum ersten Mal, und da können wir auch stolz drüber sein, da denken wir auch an die Aachener Fans, 2550 Zuschauer an die Westkampfbahn, war ausverkauft. So, Ehre wie Ehre gebührt, nämlich dem Gästetrainer Heiner Backhaus. Ich darf dich zum Statement, zum Spiel bitten. Ja, es war ehrt dich das sehr, dass du den Tag heute auch als dass du erinnerst an das Spiel in Erkenschmidt. Ich glaube, dass das heute ein Tag war, der für diesen Verein mehr Bedeutung hatte als dieses Spiel. Und ich denke an Werner Fuchs, an die Werte, die er in diesem Verein implementiert hat. Dieses füreinander solidarische Dasein, dieses Kämpfen, dieses Kratzen, diesen Alemannia-Fußball, dieses Spiel haben wir, denke ich, auch in unserer Mannschaft, um jetzt auf das Spiel zu kommen, langsam im Laufe der Saison echt reinbekommen. Ich habe gerade zu meiner Mannschaft gesagt, ich verzeihe ich dieses Spiel, weil es der beste Lehrmeister war. Was passiert, wenn Demut fehlt? Ja, denn unsere Leistung ist komplett abhängig davon, dass alle Spieler am Anschlag sind, dass alle Spieler alle Eitelkeit beiseite stürzen und das tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich unter Druck den Ball auch mal rauszuschlagen, hinter jedem Ball herzujagen, Zweikämpfe zu führen, füreinander zu laufen, zu grätschen, sich zu pushen. Und das war ein wunderbares Lehrbeispiel, was passiert, wenn wir das nicht machen. Deswegen, wenn diese Niederlage was Gutes hat, ja, an so einem Tag, wo wir alle für Werner Fuchs am liebsten heute gewonnen hätten, das möchte ich mal ausdrücklich sagen, das war auch Kabinenansprache, möchte ich trotzdem daran erinnern, dass diese Mannschaft heute den Beweis dafür bekommen hat, was sie auch geleistet hat. Denn sie hat Enormes geleistet. Wir haben nicht die feinsten Spieler, sondern wir haben eine Top-Mentalität. Und wenn die mir einen Tag empfehlen, dann ist das einmal in Ordnung. Aber wie gesagt, nur einmal. Und lieber heute hier als nächste Woche vor, weiß nicht, 30.000, wenn es die Schale gibt. Und eine Woche später noch wichtiger dann, wenn es ums Pokalfinale geht. Deswegen, ja, halte ich nur meine Klappe zum Spiel. Gönn dir von Herzen auch den Sieg, weil ich denke, dass ihr nicht im ersten beiden Spielen verloren habt, obwohl ihr da auch auf Augenhöhe, wenn ich besser war. Und heute haben wir die erste Halbzeit relativ gut begonnen. Da habt ihr das Glück gehabt, aber ich gönn's euch, weil ihr auch faire Sportsleute seid. Und trotz aller Rivalität, denke ich, merken wir Aachener, dass wir gerne gesehen sind. Dafür möchte ich gratulieren und vielen, vielen Dank besprechen. Dankeschön, Heiner Backhaus. Schämlich.
Fans. Ich liebe euch. Es ist überraschend. Dankeschön, Heiner Backhaus. Kommen wir zu unserem Coach, Carsten Büssing. Was gibt es Schöneres, als im letzten Heimspiel, ja, hier beim 1. FC Düren, als einen 4:1-Sieg über Alemannia Aachen? Wie bewertest du das Spiel, lieber Carsten? Ja, erstmal danke, Heiner, für die anerkennenden Worte. Glückwunsch an die Alemannia zum Aufstieg und zur Meisterschaft. Wenn man das so frühzeitig klar macht und mit so viel Punktenabstand, dann ist es hoch verdient. Für uns war es heute das letzte Spiel in dieser Saison an der Westkampfbahn. Für viele in der Mannschaft auch das letzte Spiel für diesen Verein. Das heißt, ja, einen besseren Gegner hätte man sich dafür einfach nicht aussuchen können, weil es der attraktivste Gegner ist. Ein Gegner, der unglaublich viel von einem fordert, ein ganz hohes Maß an Bereitschaft, an Widerstandsfähigkeit. Die wurde dann nochmal auf die Probe gestellt durch einen sehr frühen Rückstand. Ich glaube dann auch, dass der Spielverlauf im Gegensatz zu den letzten beiden Aufeinandertreffen dann heute in der ersten Halbzeit auch auf unserer Seite war. In der zweiten Halbzeit in Unterzahl, glaube ich, lässt die Mannschaft wirklich ihr Herz auf dem Platz und will das unbedingt hier ziehen. Und da sind wir heute für diesen Willen belohnt worden. Das freut mich unglaublich für die Jungs. Und ich glaube, dass der 1. FC Düren damit einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Wir haben die Punktemarke der Vorsaison geknackt. Wir sind jetzt seit 8 Spielen ungeschlagen. Natürlich waren da 6 Unentschieden bei. Da muss man aber auch sagen, die sind dann zum Teil gegen Fortuna Köln, gegen Bocholt, in Oberhausen. Das wurde mir dann, muss ich aber ehrlich sagen, ein Stück weit zu negativ bewertet. Auch wenn wir da sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätten. Von daher bin ich umso mehr stolz auf die Mannschaft, was sie heute alles nochmal investiert hat. Und freue mich, dass wir uns dann heute auch dafür belohnen konnten. Und der Alemannia, wie gesagt, nochmal Glückwunsch zu einer sehr überzeugenden Saison. Ja, das kann man nochmal applaudieren. Hier ist heute ein großes Schar von Publikum und Pressevertretern. Gibt es Fragen von Ihnen, von euch, an beide Trainer? Traut euch. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Ich darf damit sagen, dass der 1. FC Düren sich auf den 7. Platz in der Liga vorgekämpft hat mit 49 Punkten, 2 Punkte hinter Platz 5. Und die Saison ist noch nicht ganz zu Ende. Carsten, wir wünschen natürlich auch in Wuppertal viel Erfolg am kommenden Samstag, am nächsten Spieltag. Und hoffen natürlich, dass wir da auch noch ein gutes Spiel abliefern. Und würden uns natürlich freuen, wenn wir in der Tabelle Platz 7 oder vielleicht auch noch ein bisschen klettern können. Carsten und auch Heiner, dir wünsche ich viel Erfolg für das restliche Spielprogramm, ab, insbesondere beim Pokalendspiel am 25. Mai gegen den Baller SC und dann noch einen guten Gegner in der ersten Hauptrunde, das wäre es, denke ich. Der Applaus ist dir gewiss und natürlich auch Carsten gewiss. Wenn keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich Ihnen bei diesem tollen Wetter, wir wollen uns nicht in die Länge treiben, einen schönen Samstagabend und ein schönes Wochenende, sowie auch natürlich eine gute Heimfahrt in die Feld für die Aachener Jakob. Dankeschön.